Hitradio FFH. Ankes Tanke. Für mich noch einen Kaffee, Anke. Mit oder mit ohne Milch? Mit ohne. Na, Stefan, was ein Wetterchen, oder? Ja, das kann einem ganz schön die schlechte Laune verderben. Also, ich freue mich über das Hoch. Über welches? Das Hoch der Benzinpreise? Es ist doch toll, dass über Deutschland endlich mal die Sonne lacht. Und nicht wie noch vor einem Monat wegen dem Impftempo die ganze Welt. Auch, dass es da vorangeht, ist ein Grund für gute Laune. Zugegeben, wir entwickeln uns langsam zum weltweiten Spritzenreiter. Wir Deutschen lassen uns mittlerweile so die Nadeln in den Arm ballern. Die ersten Fledermäuse wollen schon ihr Coronavirus zurück. Dein Kunde von Säule 4 kommt heute gar nicht. Und wieder ein Grund für gute Laune. Er hat bestimmt mit einem frisch durchgestempelten Impfpass im Biergarten. Mit Edding hat er sich ein Smiley auf den Mundschutz gekritzelt und auf dem Kopfhörer laufen alle Hits von Moderna Talking. Oh, was ich aber ungerecht finde, Stefan, dass jetzt alle ständig nur sagen, die Jungen sollen geimpft werden. Ist doch so. Und was ist mit den Mädchen? Ach, Anke. Vielleicht solltest du heute auch mal früher Feierabend machen. Du gehörst dringend raus in die Natur. Weil wir endlich schönes Wetter haben? Nee, dann kannst du dich noch besser in die Nesseln setzen. Mach bei dir 142 Euro, sammelst du Licher aus dem Herzen der Naturpunkte, hast du eine Sonnenwassermann-Card oder bist du im Dr. Sommer-Club? Nein. Dann tanke schön. Bitte schön. Ankes Tanke. Täglich in Guten Morgen Hessen. Bei Hitradio FFH. Jetzt als Podcast abonnieren. Bei uns im Web und in der App.